Du hast wahrscheinlich gerade deine perfekte Kurzfilmidee gefunden und willst jetzt das Skript schreiben. Wahrscheinlich hast du eine Textdatei offen in Word oder Pages und du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Keine Sorge, wir waren alle mal an diesem Punkt. Ich werde dir aber helfen und zeigen, wie du ein richtig, richtig gutes Skript schreibst, damit jeder weiß, was zu tun ist am Set und am Filmdreh. Lass uns direkt mal loslegen. Let's go. So, nun sind wir in der App Highland angekommen, wie ihr es hier sehen könnt. Und das hier ist ein Skript, das ich bereits mal geschrieben habe für einen meiner Kurzfilme. So, um euch das Ganze zu zeigen, werde ich jetzt erstmal hier ein neues Dokument kreieren. So, wie ihr hier sehen könnt, beginnt ja jedes Skript hier so. Und ich meine, das in so einem Schreibdokument wie Word oder so zu machen, das wäre schon sehr schwierig. Und es gibt ja extra Programme dafür. Wie gesagt, ich nutze die App Highland, wie ihr auch sehen könnt. Es ist nicht die bezahlte Version, die ich nutze. Ich nutze die kostenlose Version. Das ist Wasserzeichen ein bisschen eingeschränkt, aber es funktioniert trotzdem sehr gut und deswegen nutze ich diese App auch. So, wir beginnen erstmal mit der Slugline, dem Header. Der sagt quasi, wo befinden wir uns? In welcher Szene befinden wir uns draußen oder drin? Das wäre jetzt hier Exterior, also EXT. Bam. Oder wenn wir uns drinnen befinden, dann wäre es Interior. Es gibt auch I. In. Das wäre dann draußen und drinnen. Aber wir sagen jetzt einfach mal, wir sind Interior. So, dann kommt der Ort normalerweise hier, also Exterior Wiese. Wir können jetzt zum Beispiel Interior Studio und jetzt noch die Tageszeit auswählen. Da geht wie gesagt auch alles. Wie gesagt, wenn man das auch richtig macht, dann wird auch hier Vorschläge gemacht. Da muss man halt da richtig continuous nachschreiben. Genau, hier gibt es verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Day ist Tag, Night ist Nacht, Later ist nachher. Ich glaube, das Ganze ist relativ selbsterklärend. Das Ganze ist auf Englisch, also sollte man ein bisschen die englische Sprache verstehen oder einfach die Begriffe so kennen. So, jetzt sagen wir einfach mal, wir haben einen ganz normalen Tag und dann machen wir einen Absatz. Genau. Das hier sind die sogenannten Action Lines. Die geben an, wer was ein Charakter macht oder was passiert. Und die schreibt man einfach ganz normal so aus. Also jetzt zum Beispiel hier Creative Film Works nimmt ein Video mit der Kamera auf. Das war's. Punkt. So, normalerweise, ich habe hier einen Fehler gemacht, normalerweise schreibt man Charaktere immer groß, wenn sie zum ersten Mal auftauchen in einer Geschichte. Oder auch richtig, richtig wichtige Requisiten, damit man weiß, okay, das sind wichtige Personen, die kommen öfters vor, die braucht man, aber wir haben jetzt hier nichts. So, das wäre zum Beispiel jetzt eine Szene. Und dann könnte man weitermachen. Exterior. Ich habe vergessen. Studio. Wie gesagt, wir sind jetzt aber nicht mehr im Studio, aber das Praktische an Highland ist ja, man kriegt automatisch Vorschläge und muss nicht alles selbst machen, sondern man kann einfach neue Szenen erstellen und hat dann irgendwann einen Workflow drin, der relativ, relativ schnell geht. Sagen wir zum Beispiel, wir sind jetzt draußen auf einem Sportplatz am Nachmittag. Jetzt beginnen wir mit den Dialogzeilen. So, wir haben jetzt noch keine Person festgelegt. Da kann man sich jetzt irgendwelche ausdenken. Nehmen wir einfach mal einen Max. Macht man so und dann fängt man an zu schreiben. Also nicht verwundern, wenn es jetzt erstmal so aussieht. Du musst einfach eine Zeile runtergehen und dann kannst du mit dem Dialog loslegen. Hallo, ich heiße Max. Das wäre eine Möglichkeit, eine Dialogzeile zu machen. Und dann machen wir direkt weiter. Schreiben wir kaum Ben. Und dann hier, ich heiße Ben. Relativ praktisch und auch wenn man jetzt wieder weitermacht mit dem M, hat man wieder diesen Namen eingespeichert und hat das relativ drin. Also, das hier sind sogenannte Dialogzeilen. Ich lasse das relativ selbst erklären. Dialogzeilen sind Dialog. Das sind die Namen der Charaktere. Das ist der Ort, wo etwas stattfindet. Und hier links sieht man auch, man hat das Ganze schön geordnet. Und natürlich ist das Screenplay, so wie ich es automatisch ausgewählt habe, von Natur aus nicht die einzige Möglichkeit, ein Skript zu schreiben. Wie gesagt, ich benutze, habe nicht die Pro-Version, aber man kann zum Beispiel ein Multicam-Edit machen, wenn man mehrere Kamerasequenzen hat, Stageplay, Graphic Novel, also wirklich sehr, sehr, sehr viel hier.
kann man sich alles aussuchen und es hat dann alles eine eigene Formatierung. Ist ganz cool. Ich bleibe meistens beim Screenplay. Ich finde das am einfachsten. Man kann damit schön den Schauspielern ein gutes Drehbuch geben. Schön formatiert, richtigen Industriestandard formatiert. Zu den Dialogzeilen gibt es noch etwas zu beachten. Oftmals stehen hinter Dialogzeilen solche Sachen. So, jetzt fragst du dich, was bedeuten diese ganzen Sachen? Also V.O. bedeutet Voice-Over, also es wird quasi nachgesprochen. O.S. bedeutet Offscreen, also jemand ist nicht im Bild zu sehen. Es gibt auch Off-Camera, das bedeutet, sie sind in einem anderen Raum zum Beispiel. Aber Offscreen bedeutet, sie sind gerade nicht zu sehen. Zum Beispiel, wenn man einen Dialog hat und Ben kommt gerade rein, aber ist noch nicht zu sehen dann und sagt schon was, dann wäre es zum Beispiel jetzt O.S. Ups, habe ich es gerade eingegeben. Bam. Fertig. Somit wissen wir jetzt, okay, Max ist zu sehen, Ben kommt gerade her oder ist zumindest nicht im Bild zu sehen und sagt ich, also Ben. Man kann auch eigene Beschreibungen hinzufügen, das sieht man zum Beispiel hier. Ich habe gesagt, sagt leise zu sich selbst. Dann machst du einfach eine weitere Zeile und schreibst hin, was du schreiben willst. Wütend, glücklich, alles Mögliche. Da hast du, wie gesagt, deine Kreativität und Freiheit, ist ja schließlich auch dein Skript. Genau. Es gibt, wie gesagt, auch OC, Off Camera, OS, Off Screen, VO, Voice Over und es gibt Cont. Das ist die Abkürzung für Continuous, bedeutet, es wird quasi auf der nächsten Seite fortgeführt. Also, ja gut, hier gibt es nicht so richtig Seiten, aber hier zum Beispiel in diesem Skript würde man hier zum Beispiel Cont weiterschreiben, wenn es hier unten weitergeht, aber hier ist ja dann ein Wechsel, also war das nicht nötig. So, das sind die Dialogzeilen. Ich glaube, sie sind relativ logisch zu verstehen. Wie gesagt, Actionzeilen sagen an, was es zu machen gibt. Man kann auch hier noch zusätzliche Informationen sagen. Zum Beispiel hebt den Arm mit einem Kaffee in der Hand. Somit hat man auch noch zusätzliche Informationen für den Schauspieler. Dann sagt halt Max: Hallo, ich esse Max mit einem Kaffee in der Hand. Somit wissen deine Schauspieler besser, was zu tun ist. Im Videoschnitt gibt es viele Arten von Cuts und Transitions und Videoeditoren nutzen gerne diese, um eine Geschichte weiterhin zu verbessern oder ein bestimmtes Gefühl zu vermitteln. Auch sowas kann man im Skript angeben, weil es ja relativ wichtig ist, für den Direktor oder für die Schauspieler zu wissen, wie genau müssen sie es ausspielen. Gibt es irgendetwas, das sie beachten müssen aufgrund von einer Transition? Natürlich werde ich da auch mal zu den Transition und Cuts ein Video machen. Link dazu findest du dann unten in der Videobeschreibung. Auch sowas kannst du hier angeben. Wir nehmen jetzt einfach mal eine Match Cut Transition. Das heißt, wir schreiben Match Cut to und dann das Wichtige ist, ein Doppelpunkt. Somit weißt du, okay, wir müssen jetzt einen Match-Cut machen und kannst dann weiter deine Geschichte ausführen. Dann sagst du zum Beispiel, wir sind jetzt Interior Bens Home am Abend bzw. in der Nacht. Und dann schreibt ihr hin, Ben legt sich schlafen. All das kannst du machen und dann hast du so einen Match-Cut von Ben zu Ben weiterhin, aber in einer anderen Szene mit einer schöneren Transition. Das ist eine Möglichkeit, um weiterhin zu verstärken, wer was machen muss. Manchmal will man sich noch selbst eine Notiz machen, entweder als Regisseur oder Direktor oder als Drehbuchautor. Wenn du das machen willst, machst du einfach ein Ist-Gleich und schreibst deine Notiz an dich hin. Dann schreibst du hier bla bla und diese Notiz wird dann nur angezeigt, wenn du es ausdrücklich erwähnst. Du wirst wahrscheinlich dieses Format dann als PDF exportieren, dann kannst du zum Beispiel eine Version für dich und für deinen Schauspieler machen, eine Version für dich, wo du diese ganzen Notizen mit enthalten hast, damit du weißt, was du machen musst, und eine Version für deine Schauspieler, damit sie nur dieses grobe Skript hier oben sehen. Das ist auch ganz hilfreich. Zusätzlich möchte man manchmal Sachen hervorheben, wenn man zum Beispiel eine Nachricht auf dem Handy bekommt, bla bla bla. Das ist jetzt ja, aber nicht hervorgehoben. Oder wenn du es nicht groß schreiben willst, weil du keine Dialogzeilen haben möchtest, aber du möchtest es trotzdem hervorheben, dann gehen hier natürlich auch die gängigen Formatierungsstandards, also einfach diese zwei Sternchen oben und du hast ein fett gedrucktes Wort. Also auch diese gängigen Formatierungen klappen hier auch, was ich auch persönlich sehr praktisch finde. Sachen
so zu ja, formatieren. Nun kennst du also alle Elemente eines Skriptes. Mit diesem Wissen kannst du ein gesamtes Skript schreiben, das du an jeden weitergeben kannst, an deinen Schauspieler, an den Regisseur, an wen auch immer. Natürlich brauchst du, um ein Skript zu schreiben, erstmal eine Idee und musst wissen, wie man eine Story ausschreibt. Dazu habe ich ein paar Videos gemacht. Die Videos findest du unten in der Videobeschreibung oder hier oben. Ich